Kathi Hummels, sie gewährt Einblick gemeinsamen Urlaub mit Mats. Weihnachten verbrachten sie zwar nicht zusammen als Familie, dafür genießt Kathi Hummels 34, die gemeinsame Zeit mit Ex-Mats, 34, und Sohn Ludwig, 4, jetzt umso mehr. Das geschiedene Paar beweist einmal mehr, dass es sich trotz erlostener Liebe gut versteht und für seinen Sohn zusammenhält. Sogar einen gemeinsamen Urlaub in Dubai verbringen die Ex-Eheleute. In ihren Familienalltag in den Vereinten Arabischen Emiraten gibt Kathi jetzt einen Einblick. Es war großartig, sick, schwärmt Kathi Hummels von ihrer Wellnessbehandlung, die sie sich nach Weihnachten gegönnt hat. Schaut mal, wie erholt ich aussehe, sick. Freut sich die Influencerin beim Blick in den Spiegel. Die Münchnerin wirkt glücklich und erholt. Bei einem Ausflug zum Supermarkt mit Mats und Ludwig kommt die Unternehmerin dann aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Heiligabend ist für Verona Poth, 54, und ihre Familie seit letztem Jahr nicht mehr dasselbe. Einbrecher waren in ihre Villa eingedrungen und hatten Schmuck, Bargeld und Wertgegenstände entwendet. Die unbekannten Männer hinterließen ein Trümmerfeld. Ich war so geschockt, dass ich nur noch zitterte und nicht mal die 110 wählen konnte, erinnerte sie sich gegenüber Bild. Ihre Beute hatten die Diebe in Veronas Fiat 500 verstaut, mit dem sie flüchteten. Nun, ein Jahr später, ist der Wagen der Moderatorin wieder aufgetaucht. Zurückhaben möchte die TV-Ikone ihn aber nicht. Die Einbrecher haben meinen geliebten Mini-Flitzer entweiht, als sie darin unseren Tresor abtransportierten, erklärt sie gegenüber Bild. Verona Poth möchte das Einbruchtrauma hinter sich lassen. Für 2023 wünscht sie sich, dass meine Familie gesund bleibt und ich so etwas Schlimmes nie wieder erleben muss. Anführungszeichen. Haben Sie die Promi-News verpasst? Hier finden Sie die Promi-News der vergangenen Woche. Verwendete Quellen: Bild, Instagram.com.